Jo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer zurück bei Let's Play Mickey Epic. At first möchte ich nochmal was sagen zu der Grafik, weil da des Öfteren halt Kommentare zukamen mit der Grafik und Leute, ich weiß, dass die Grafik nicht besonders gut ist. Ich habe aber nur einen, in Anführungszeichen, billigen Grabber, der keine bessere Grafik liefert. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Wir kommen auf keine bessere Grafik. Ich kann euch die Ränder wegmachen, wie ihr im letzten Part gesehen habt. Dann müsst ihr jetzt mal, ich lasse sie bei dem Video nochmal, schreibt einfach bei dem Video drunter, ob ihr die Ränder haben wollt oder nicht. Ja, ansonsten kann ich halt nur sagen, es tut mir leid, die Grafik kann nicht besser werden, weil der Grabber eine Verbesserung der Grafik nicht zulässt und ich auch keine Lust habe, mir jetzt für, weiß ich, wie viel Euro einen überteuren Grabber zu kaufen, wo ich dann im Endeffekt auch nicht weiß, ob der unbedingt so eine Verbesserung herbringt. Um das Ganze richtig gut aufzunehmen, bräuchte man eine TV-Karte. Das ist aber auch mit einer Menge Kosten verbunden und alles nicht so einfach. So, auf jeden Fall wollen wir uns jetzt zurück aufs Spiel konzentrieren. Wir sind jetzt hier in dem Dingen drin und ja genau. Hier ist der fette Klopf. Ja, kann er mal die. Ja genau. Hat der einen Schaden oder was? Können wir die nicht kaputt machen? Schnell weg! Hilfe, ich will nicht, ich will nicht. Was ist hier drin? Ja, genau. Alter. Wow, was hat der denn gegessen, ey? Nein! Ja, was ist denn das Rohr da? Wow, können wir die Tür wegdünnen? Boah, Leute. Der hat irgendwie totalen Schaden. Ah, man kann auf den drauf springen. So, und jetzt können wir den. Ah, komm. Wir springen auf den drauf und dann klatschen wir dem eine. Zieht ihm das dann was ab? Ah. Jetzt komm, spring doch drauf, Mickey. Ich kapiere das gerade irgendwie nicht. Ja, genau. Verzieh dich doch. Irgendwie kapiere ich diesen Endgegner nicht. Obwohl, was heißt Endgegner? Endgegner ist es ja überhaupt gar nicht. Komm jetzt, geh durch hier. Ja, genau. Verdammtes Mistvieh. Ach, wir können ja auch... Hier. Gehen wir einfach hier rein. Ey, was ist das denn? Können wir das wegdünnen? Können wir nicht. Ah, komm. Ja, wir haben ihn besiegt. Okay, man muss ihn mit extrem viel Sachen wegdünnen. Dachte ich mir doch. Ein Klecks kommt selten allein. Ja, bestimmt noch so einer. Ich glaub's nicht. Gib mir die Farbtöpfe. Komm schon. Oh, weg. Tot. Yes, death, Leute. Dim, dim. Na gut, bleibt immer noch das Problem, dass der Ausgang zu ist. Ja, was macht man da? Aha. Der Kobold hat es für uns mal wieder gemacht. Er hat mal wieder alles aufgemacht hier. Unser Kobold ist the best Kobold ever we see ever. Ja, genau. Ey, da ist die Tür. Die Tür geht auf. Und da ist der Oswald, heißt er. Der komische Hase. Moment mal, das ist Oswald. Könnte er diese Falle gestellt haben? Ja, der Oswald ist ein ganz fieser, Leute. Der möchte nicht, dass wir hier im Wasteland weiterkommen. Ja, was ist dahinter? Hier, ich machte den Weg zu diesem Sammelstück, ja, Sammlerstück frei. Viel Spaß. Auftrag abgeschlossen. Flicke die Dampfrohre. Oh Gott. Interessant, okay. Erstmal hätte ich gerne... Nee. Genau. Die hätte ich gerne. Und jetzt gehen wir uns das Sammlerstück holen. Ja. Extra Inhalt freigeschaltet. Was ist denn das hier überhaupt? Na, jetzt ist es weg. So, jetzt gehen wir gucken, wie das hier aussieht. Wo ist der Oswald? Der kriegt direkt erstmal einen auf den Schädel, wenn wir den sehen. Ne? Oh, sieht aus wie in einem Phantasialand für Arme. Okay. Ja, genau so. So Elefanten, so Jumbos, mit denen man dann fliegen kann oder was. Hat so ein bisschen aber auch was von Benjo da in dem Hex-Hex-Park, finde ich. Musik genial gemacht, finde ich, wie immer. Anscheinend halten die Phantomlinge Kobolde
Watt Kobold Tim im Ticketschalter gefangen. Oh nein, oh. Auftrag hinzugefügt. Ticketschalter. Oh nee, Leute. Oh, das geht ja gar nicht. Hey, du da drüben, hilf mir doch. Kümmere dich bitte um diese Kreaturen. Ja, genau, geil, dass die Mickey einfach mal denkt, ja, genau, die, ja, ich weiß, ich habe den Nunchuck neu gemacht, weil die eben einfach mal gedacht hat, ja, gehen wir doch einfach mal alleine. So, was ist los hier, hä? Komm, ich will mal eine Runde mitmachen. Ja, genau. Geht das jetzt hier? Naja, wohl eher nicht. Was ist das hier? Kriegst direkt erstmal einen drauf hier. Stirb. Ja. Way, in der Verdünnerpfütze. So, mach mal das aber wieder zu da. Ist ja doof, wenn das frei ist. Okay. Zum Ticketschalter. Wo ist der Ticketschalter, Leute? Da ist der Ticketschalter. Ja, genau. Lass den mal schön frei. Was war nochmal, wenn wir den... Ey. Mit Farbe... Farbe passiert auch irgendwas, oder? Hier. Ey, lass den mal frei. Lass den mal frei. Komm wieder, wenn du das mit den... Was? Komm wieder, wenn du da... Wenn du vor dem... Bitte rette mich. Achso. Okay. Kein Problem. Hier, komm. Der Seher kriegt direkt erstmal eins hier. Das ist der größte Verräter. Komm, haut mal ab hier. Ja, genau. Leute, meine Sensorleiste funktioniert. So. Die war blockiert. Jetzt funktioniert sie wieder. Na, genau, ey. Behinderten, jetzt halt mal die Klappe. Oh, komm, hier. Her damit. Klappe jetzt. Ja, ihr kriegt direkt noch einen. Instant hier, weg da. Oh, schön die Farbe mitnehmen. Komm, gib sie mir Farbe. Haben wir die Sache. Ich starte diese Boote jetzt für dich. Du kannst jederzeit reinspringen. Ich habe extreme Probleme, das Ganze bei dem Spiel irgendwie zu lesen. Fragt mich nicht, warum, Leute. Oh. Du hast einen Wächter angezogen, Mickey. Die Wächter können dir auf verschiedene Weise helfen. Halte die Fernbedienung für einen Moment nach oben. Dann wird sie von ihm mit einer... Lest es selber, ich bin zu langsam. Na, warum weiß niemand? Okay. So, jetzt haben wir hier diese Wächter. Wie war das? Wenn wir den nach oben halten. Boah, ihr habt das nicht verstanden mit den Wächtern. Hä? Das habe ich nicht verstanden. Danke, dass du mir die Phantomlinge vom Hals geschafft hast. Hast du ein bisschen Zeit, Mickey? Hier sind noch mehr Fahrgeschäfte, die deine Hilfe brauchen. Ich wünsche dir... Ich würde die Fahrt ja gern starten, aber da ist was kaputt. Ich brauche meinen Schraubenschlüssel. Nix da, wir haben Farbe. Als die Kleckse kamen, hab ich an einer Tasse mit roten Streifen gearbeitet. Seitdem hab ich meinen Schraubenschlüssel nicht mehr gesehen. Auftrag. Ticketschalter. Jo. Wenn du helfen möchtest, triff mich bei der Maschine hinter dem Elefantenkarussell. Boah, ey, meine leserischen Fähigkeiten sind sonst nicht so miserabel, Leute. Oh, guck mal da oben. Okay, was sagt die Zeit eigentlich? 8 Minuten. So, okay, also wie das jetzt mit dem Schutzgeist... Achso, wir haben jetzt gar nichts aufgeladen. Naja, gehen wir jetzt erstmal den Typen da fragen, was hier ist. Irgendwo hat auch jemand diese Bootsfahrt gestartet. Was ist hier los?
Ja, malen wir den erstmal ganz aus. Ist ja scheiße, wenn er nicht ganz gemalt ist, ne? Oh, mal schön ganz gemalt. Ah, hier können wir noch alles hinmalen, Leute. Können wir noch alles hinmalen. So, was willst du von uns? Was ist da los? Was ist da los? Immer noch nicht gefunden? Also, ich bin ziemlich sicher, dass die Tasse einen roten Streifen hatte, weil Rot meine Lieblingsfarbe ist. Ja, was für eine Tasse, du Honk. Mach mal hier erstmal den Boden. Ja, dem erstmal voll eine gewischt. Ach so, die Tasse ist gar nicht hier. Ja, Farbe, Farbe. Okay, rote Tasse. Wie kann man nochmal durch Mickys... Nee, durch Mickys Augen, genau. Ja, genau. Also hier ist mit Sicherheit kein... Ja. Wisst ihr, dass das absolut scheiße ist, das zu steuern, wohin der gucken soll? Wow, weil bei Majora's Mask ist das nämlich anders. Hört sich doof an, ist aber so. Jetzt sind wir hier in den Verdünner. Können wir da ein bisschen Farbe reinkletschen? Ja, genau. Bams. Zack. Warte, wir verlieren so viel Farbe. So, erstmal hier auf das Schiff. So, was ist hier? Was geht ab, Leute? Nun, dieses Fahrgeschäft ist überhaupt nicht repariert. Ja, mach mal halt sauber. Ist doch kein Problem. Sieh dir an, wie diese Boote hier hineingequetscht wurden. Manche sind sogar umgekippt. Diese Tür hätte sich automatisch öffnen sollen, aber ich schätze, sie ist auch kaputt. Komisch, dass in diesem Park da überhaupt kein Mensch drin ist. In den Wänden sind Rohre, die die Türschlösser steuern. Diese Rohre zu verdünnen, sollte die Schlösser zerstören und die Tür müsste sich öffnen. Ja, mach mal das doch. Wenn ich darüber nachdenke, sind die Flusspferde auch mit der Tür verbunden. Die Flusspferde mit Farbe aufzuhalten, würde die Türschlösser umgehen und sie öffnen. Aha. Dim, dim, ja, Mickey, bist du erstmal müde, ne? Haben wir noch überhaupt nichts gearbeitet hier. Ah, was wollen die hier? Oh, da drüben ist erstmal so ein fettes Rohr, da auch. Ja, genau, wir haben doch gar nicht getroffen. Hier, verdünn die Scheiße mal. Ah. Ja, genau, natürlich direkt erstmal da vorne ein so ein Ding vergessen. Ah, bestimmt, ey. Ja, way, knapp. Ah, komm schon. Und verdünnen. Verdünnungs-Action hier. Hopp. So, komm, gib mir mal ein bisschen Verdünner. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Her damit. Und hier rüber. Hier war doch noch, genau. Jetzt gucken wir erstmal, was die Zeit sagt. Oh, die Zeit sagt, es ist 10 vor 12. Na, eben nicht. Ja, genau! 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 Alles klar! Ja, einmal Verdünnungs-Action. Da, wusste ich. Schau mal da drüben. Das schafft meine Party noch, glaube ich. Du hast es geschafft! Ja, die Tür geht auf, Leute. So muss das sein. Können die ganzen Schiffe wieder raus. Oh, so ein fettes Nilpferd. Das müssen wir auch nochmal erstmal schön wegdünnen. So, aber Leute, das dünnen wir im nächsten Part weg. Weil jetzt machen wir hier erstmal einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bei Mickey Epic. Mir gefällt das Spiel immer noch. Und ich bin gespannt, wie wir jetzt die Nilpferde da wegdüngen müssen und was das Ganze hier noch soll mit diesem ganzen Phantasialand für Arme. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Euer TT Gamer. Ciao.